Servus Freunde. Ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und seid nicht zu weit gerutscht. Ja, zur Feier des Tages mache ich heute mal eine kleine Tour in die Weinberge sozusagen. Und ja, da werde ich heute mal ein paar Drohnenaufnahmen machen und ja, seid dabei. Das wird spannend heute auf jeden Fall. So Leute, jetzt bin ich mal so ein kleines Stück auf dem Hügel drauf gefahren. Hinter mir ist Bockenheim an der Weinstraße und ein kleines Stück da hinten dran sind so ein paar Windräder und so. Da in der Nähe werde ich mir was suchen. Direkt mit den Windrädern geht leider nicht, da wurde ich mal von einem Förster verjagt, beziehungsweise von einem Jäger. Allerdings, der hat mir einen schönen Platz gezeigt, der da in der Nähe ist. Und ja, da werde ich jetzt hinfahren. Schauen wir mal, ob es da zu matschig ist oder nicht. Also, weiter geht's. Schaut mal da vorne kommt das Pfälzer Weintor. Da fahre ich jetzt gleich durch. Da unten kann man auch relativ gut essen gehen. Also wenn man mal in Bockenheim ist, kann man echt empfehlen. Geht schön ins Tal und da oben stehen ein paar Windräder. Ich weiß jetzt nicht, ob man die sieht. Da habe ich noch eine Hütte. So, dann baue ich jetzt mal meine Stützen auf.
So, setze ich mich mal rein hier. Endlich kann ich mich hier auch mal reinsetzen. Oh, der Blick hier aus dem Fenster ist echt geil. Schaut mal. Hier schönen Blick ins Tal. Super. So, und ich werde mir jetzt hier mal einen Film anmachen und später noch was zu essen köcheln und ja, hier einfach mal den ersten ausklingen lassen. Einfach genial. Also, bis gleich. So Leute, jetzt hocke ich hier drin, schaue ein bisschen nach draußen und so. Ja, und was stelle ich jetzt gerade fest? Ich habe mein Gas vergessen. Was mache ich jetzt? Ich habe mitgenommen 2 Dosen zu essen. Ja, und halt Gas vergessen. Ich hatte jetzt heute Mittag schon was gegessen. Vielleicht esse ich heute nichts mehr. Schade eigentlich. Da wollte ich euch eigentlich noch mitnehmen. Ja, schaut mal. Ihr könnt ihr euch selber sehen. Ja. Gut, ich werde euch noch ein bisschen berichten, wenn heute Abend noch irgendwas Spannendes passiert. Und ja, wenn nicht, sehen wir uns morgen. Ciao. Moin, Freunde. Ja, haben wir jetzt so 6 Uhr rum, ich bin jetzt mal so langsam aufgestanden. Und ja, warte, dass die Sonne endlich mal aufgeht. Ja, nachher werde ich von hier noch ein bisschen die Landschaft erkunden und werde nachher hier mal noch mit der Drohne einmal im Kreis fliegen, um euch mal zu zeigen, wo ich hier eigentlich bin. Ja, also bis gleich. So, Leute. Ich habe jetzt gerade mal rausgeguckt. Der Himmel, der ist so ein bisschen blutorange heute Morgen. Da möchte ich doch mal mit der Drohne gucken, ob ich das auffangen kann. Ich gehe mal mit euch raus. Schaut mal nach da hinten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber richtig geil rot hier. Da lasse ich doch gleich mal die Maus steigen. Mal schauen, ob ich das mit ihr auffangen kann. Es ist noch ein klein bisschen dunkel. Naja, mal schauen. Also, gucken wir mal. Was ein mega Morgen, gell? Ja, die Aufnahmen, die waren echt genial, die ich da oben machen konnte. Habt ihr ja gesehen. Echt super. Ja, ich mache mich jetzt gleich langsam mal wieder auf den Weg in diese Richtung. Da fahre ich ja wieder langsam nach Hause. Aber der Nebel hier ist echt super morgens. Da kann man echt geniale Aufnahmen machen. Also, bis gleich.
Freunde, hier beende ich jetzt das Video vor der Windkraftanlage. Und hier hinten im Hintergrund habe ich gepennt gehabt. Ja, weil jetzt ist der Weg, den ich hergefahren bin, und der Weg, den ich an mein Ziel gefahren bin, ungefähr der gleiche. Leider gibt es auch keinen anderen Weg, den ich fahren könnte. Das heißt, es würde jetzt langweilig werden, wenn ich jetzt weiterfilmen würde. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, Abo nicht vergessen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.